dass der auch immer alle trifft. Das ist doch voll unfair. Ja, ja. Alles war jetzt die Eule, ne? Ja, alles war die Eule. Ich bin auch so eine Eule. Ach nein, der ist schneller, weil er jetzt so schwer verwundet ist. So, weil sie auch alle andere Fertigkeiten haben müssen. Das überfordert mich doch total. Das kannst du nicht bringen. So, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viel AP der noch hat. Oh, da fällt mir ein, Brunn hat er noch 9. Na, einen Schlag überlebt er noch. Das Blasloch stirbt hoffentlich mit dem Wal mit. Nö, das ist verbuggt. Fällt mir gerade auf, die Eule könnte ich auch mal heilen. Heilen wir mal die Eule. Und greifen weiter an. Ja, das ist äußerst spannend. Also, ihr explodiert wahrscheinlich gerade vor Spannung, ne? Oder lauft aufgeregt im Zimmer umher und... Und keine Ahnung... Freut euch, dass ihr bei diesem spannenden Kampf dabei sein dürft, bei dem ich immer wieder auf den Wal raufknüppel. Was äußerst spannend ist. Warum hat Valdrada so viel... Valdrada, ja. Nicht, dass sie die Namen durcheinander bringen. Warum hat Valdrada so viel Energie? Und warum greifen wir die Eule jetzt an, statt Magie zu benutzen, was effizienter wäre? Und warum hat der Wal überhaupt nur das Blasloch am Schluss benutzt? Soll das so sein? Ich weiß nicht so genau. Ah, ich kann wieder rein, okay. Ich kann aber auch direkt durchfahren, ja? Ja, aber irgendwie hat er am Schluss überhaupt nicht mal angegriffen, oder? Oder war ich einfach nur so schnell und übermächtig, dass ich ihn einfach weggefegt habe? Oder beides? Halt, da wollen wir hin. Wir wollen vielleicht auch nicht dahin. Doch, wir wollen dahin. Wir wollen... Achso, richtig. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht es spannend weiter. Was mir jetzt natürlich die totale Dateien zerhackt. Aber da ich bei Wolfenstein ja eh immer nur... Also, hier technisch... Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich schneide ja nicht mehr. Ich füge die einfach zusammen und dann passt das irgendwie, ne? Und versuche mal 15 bis 20 Minuten zu machen. Aber da ich Wolfenstein jetzt inzwischen... Oder was heißt zwischen, ja, mit 30,1 Frame oder so aufnehmen inzwischen, ja, und das jetzt nicht so das anspruchsvolle Spiel ist, da habe ich dann halt so 12 bis, keine Ahnung, 17 Minuten Videos, wo ich dann halt zwei zusammenschneide, habe ich halt eine halbe Stunde, ne? Deswegen sind die auch wesentlich größer als Decent, aber dafür gibt es halt auch nicht ganz so viel. So, wir fahren nochmal im Kreis. Wobei ich es doch schon erstaunlich finde, was die für Größe annehmen. Oh, was ist da hinten noch so? Nix mehr. Gut. Gehen wir erstmal dieses komische Vogelhäuschen. Und was ist da denn? Nanu, wer ist das, der die Wurzeln lesen kann? Die Stimme kam doch von dem Haus! Aus dem Haus? Nein! Das ist ja gerade! Sie kam von dem Haus! Du musst dich geirrt haben! Warum war die beiden nicht einfach beim Schiff? Los, Brunn! Das sehen wir uns an! Ich finde mir die Stille so geil. Solch euch habe ich nicht erwartet. Was habe ich dir gesagt? Es ist das Haus selbst, das spricht! Ihr sollt wirklich besser gehen! Jetzt! Es wirkt wie Hexenwerk! Großartig! Nun ist es passiert! Ich glaube nicht, dass ihr freundlich seid. Habe ich gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Ihr wirkt eher wie Feinde. Stampfen werde ich. Zertreten werde ich. Böse hacken werde ich. Auf, Haus! Ein wie du in der Gesellschaft von solchen? Ich weiß, dass damit jemand beleidigt wurde! Aber wer? Du kennst mich also als das, was ich bin, Haus! Ja, das Haus ist schlauer als ich, ne? Der Funke ist schwach, aber unzweideutig vorhanden. Ja, du bist eine von den Naturweberinnen.
Das Ding wollte Hexen sagen. Was soll der Mummenschanz noch? Schwierige Gäste, sehr schwierig. Die eine ist einzuladen, die andere zu zerstampfen, zu zerhacken, zu zertreten. Was nun? Wie will ich ein Haus zerhacken? Mach doch beides aus! Damit schätzt man nicht, Küken! Er sagt, dass ich scherze, Giftmische! Soll ich hier und jetzt prüfen, wie feuerfest das Haus gebaut wurde, Hexenweib? Na los, Magus Paladin! Wo hast du die Fackel her? Geil. Paladin Grundausstattung. Wartet, wartet alle beide! Aus, lass mich ein! Ich muss mit deiner Herrin reden, damit ich nicht zur Katastrophe kommt! Wenn du dich darin zu verstecken suchst, denke immer an die Fackel. Merkwürdige Zeiten, merkwürdige Leute. Dann tritt ein, aber gib Acht, rate ich dir. Die Herrin ist streng. Dass das ein Hexenhaus ist, merkt man auch überhaupt nicht, ne? Die ist ja nicht, weil es ja auch überhaupt nicht auf so einem komischen Krähenfuß oder so steht. Oh Gott, wie habe ich dir da gesprochen? Danke, Ron. Du, sag mal, hast du ein Krähenhaus? Schweigt, höre ich das Ding. Gott, so schon mal überhaupt, ne? Oh, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Spiele mir nicht die Verletzte. Nein. Du Narrin, hast einen Hexenjäger zu meinem Haus geführt. Ein Hexenjäger! Du solltest nicht hören. Du redest genau wie die andere Walburger. Soll das heißen, ich sei nicht die einzige Hexe, der ein verborgenes Heim zu dem Feind offenbart hast? Gott, ich rede alles immer so komisch. Na? Besser faun, ich wusste es. Vom ersten Tag an wusste ich, dass eine wie du nichts taugt. Eine wie ich? Was willst du damit sagen? Eine selbstbezogene, verantwortungslose, untalentierte, idiotische, hinterwäldische, dumme Gans. Ja, warum nicht? Na, so ausführlich wollte ich das doch gar nicht hören. Und überhaupt, ich bin eine Hexe, genau wie du. Eine Hexe? Ich hätte niemals das Haus einer Mitschwester an die Hexenjäger verraten. Schön, dass ihr auch ständig die Stimme wechselt, ne? Du nennst mir eine Verräterin! Und ob! Ihr Laserduell! Muss ich jetzt irgendwas tun? Und du bist hier eine Hexerin! Und wurde in den Kreis um! Ich wurde erwählt wie du! Meine Stimme hast du nicht bekommen! Was willst du damit sagen? Ich hatte gegen dich gestimmt, Valdrada, und glaube nicht, auch nur ein oder andere Hexen war wirklich von dir überzeugt. Du bist eine Notlösung, mir nicht. Der Kreis musste wieder aufgefüllt werden. Einige meinten, um jeden Preis den verdankst du die nötigen Stimmen. Ich wollte lieber warten, bis jemand erschien, der die Aufnahme auch wirklich verdient. Schön, dass du eine komische Rede. Valdrada? Das ist es also! Du trägst mir die Geschichte mit dem Fischerjungen immer noch nach! Wie? Lächerlich! Was versuchst du dir einzureden, Narrin? Ich habe ohnehin nie verstanden, was du an Ansgar... Ist das jetzt Zufall, dass der Ansgar heißt, oder ist das ein Bezug auf ein anderes RPG-Maker-Spiel? Bestimmter Zufall! Nenne diesen Namen nicht! Diese betrügerische Kreatur hätte mich haben können, mich! Und stattdessen hat er mit so etwas wie... Hey, pass auf, was du gleich sagst! Vermutlich ist es noch glücklich in dem Tümpel, in dem er nun lebt. Du hast Ansgar hinein! Zumindest weißt du, wie und wann eine Hexe lachen sollte. Nano, klingt fast wie ein Fehlsangebot! Bilde dir nichts ein. Beim Blickduell sah ich deinen Geist. Er ist und bleibt ja eine dumme Gans. Eine dumme Gans ohne Schlagfertigkeit nebenbei. Aber zumindest dein Geist frei von Verrat. Eher bist du diejenige, die übertölpelt wurde. Du weißt davon! Das Gift, natürlich weiß ich davon. Ich sag's doch, ich las in deinem Geist. Also trödel nicht meine Zeit, sondern gib mir mal Burgers Botschaft. Gedankenlesen ist unfair. Lasst euch lesen, Wurzelzeichen. Ich lese eine Wurzel, Herr. Walburger, du verlangst viel. Was deine einfachsäuche Freundin, Narrin. Aber ich bin noch nicht überzeugt. Zeig dein Bier, erweise dich als wahre Naturweberin, dann sehen wir vielleicht weiter. Eine Prüfung! Nee, die tut nur so. Natürlich. Erprobe ein bisschen Kraft am peitschenden Baum, das ist alles. Ein peitschender Baum? In was für eine Art Prüfung willst du mich hetzen, Dankron? Hast du etwa Angst vor Gehölz? Du, eine angebliche Hexe? Ich bin keine unerfahrene Küken, das nicht um die Kraft mancher Bäume wüsste, Dankron!
Ja, gut, dass sie dich überhaupt nicht ähnlich hören. Ne? Gut, deine Instinkte scheinen also ansatzweise genug vorhanden, dich warnen zu können. Verstehe, der Test hat bereits gewonnen. Was mache ich so lange mit den beiden vor der Tür? Um die musst du dich nicht weiter sorgen. Vorerst. Ich bin die Dankrun. Ich esse nur frisches Obst und Gemüse. Jeder sollte... Nee. Was schnusselst du an meiner gesunden Schale? Gar nichts, meine Liebe, gar nichts. Ein Besen? Also bist du jetzt von den Hexen gekommen? Runter mit dir. Das sei unsere herrliche Erfahrung. Pfanne riecht nach gar nichts. Ein Beweis für die tatlose Abwaschkünste und perfekten haushaltischen Fertigkeiten der Bewohnerin. Er hat den ganzen Bund voll ihrer Schleierhüte. Einen ganzen Bund. Ach, sie hat. Ja. Sonnendollersalbe, Traumschwund, Erntenlieb, Fluchwarz, Pechparze, Parze, Paste, Federleicht, Schattenhauch. Der Schrank ist übervoll mit den Zeugnissen und hoher Hexenkunst gefüllt. Ach, wie vorhin mein Grund das alles kann. Die eitle Ziege hole ich mir doch nur selbst. Da steht wahrscheinlich immer dasselbe, jawohl. Ist ja derselbe Schrank, ne? Wage es nicht, deinen niederlichen Kleid mein Bett zu beflecken, Valdrada. Was hat die denn gegen das Kleid? Guter Ausschnitt ist ein bisschen klein, aber da ist gar nichts. Ah, sie hat eine Zeit genutzt und alle hat Nützliches eingeweckt. Streberin! Da könnte ich jetzt was brauen, aber mit genügend Ausrüstung kann das ja jeder. Wo finde ich denn um diesen peitschenden Baum? Tu wenig so, als sei dein Kopf zu mehr nur zu nutze, als dein Haar wallen zu lassen. Ist bald hübsch, nicht? Ansgar ist immer sehr gemocht. Ja. Wo? Bitte sag jetzt zu diesem peitschenden Baum. Hexe, bist du eingefroren? Das war schon lange fällig. Kannst du noch mal machen? Ja. Toll. Ich freue mich. Gisolf! Hey, alter Giftmische! Nein, in mir liegt der Peitschenbombe ist nicht! Sagt wer? Yeah, links die Goldmünzen. Und da liegt nichts. Yeah, das nehme ich auch mit. Und da liegt eine ganz gewöhnliche Eiche. Ich bin reich, verdammte Scheiße. Ich habe lauter Müll im Wald gefunden. Ach, wie dumm. Die Hürde ist doch bereits unten. Ja, vielleicht gibt's noch ein tieferes Geschoss. Dieses Lachen gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Was macht der, wenn ich den angreife? Was macht der, wenn ich ihn angreife? Er schlägt zurück vielleicht. Hey, bleib doch mal stehen. Nein, der greift mich nicht an. Er läuft mir doch weg. Yeah, ein Koboldpulver. Oh, damit kann ich Büsche verschwinden lassen. Soll diese gigantischen leuchtende Stein etwas sagen? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Also nochmal eins weiter. Boah, diese Schieberätsel. Hey, kann ich da was mitnehmen? Nein. Du kannst nichts mitnehmen. Gieriges Arschloch. Auf mein Zeug legen. Hab ich geklaut. Oh, ich krieg 150 EP, weil ich einen Stein verschieben kann. Bin ich nicht gut? Lalala, der Baum ist total harmlos. Was war das denn? Eine Maus oder sowas, ne? Kann ich alles nicht... Doch. Es gibt wieder nichts, nirgendwo, irgendwas. Peitschenbaum, wer bittet ungeladen meine Aue? Du erinnerst mich an einen Baum im nördlichen Wald. Sprich mir nicht vom Fernholz, Kurzlebige. Dort lebt man nicht, im Schatten des Gebirges. Dort weiß man nichts von verborgener Macht, die das Wurzelwerk lockt. Dort duldet man die Menschen. Duldet? Ja, kannst wegen Peitschen, toll. Was magst du da? Mein Name aller Ehre, har har har. Und nun vergehe unter meinem schwingenden Ästen. Hey, die Wespe, die du schlagen willst, hat einen Stachel.
Har, har, har. Meine Mücke als, mehr Mücke als Wespe. Hält euch etwa auch für eine Turmmeisterin, wie hoch eine sie gehört in ihrem stillen Häuschen? Du musst von Nangren sprechen, ihr kennt euch. Unsere Beziehung ist spezieller. Sie hat bewiesen, von Wert zu sein. Ah, was du kannst, das kann ich auch. So? Dein Steinern könnte zumindest unterhaltsam sein. Es sei, ich prüfe dich. Ey, da speichere ich mal lieber noch nett. Ich speichere da. Erforsche ein Wissen, gebrauche eine Intuition, versuche mich zu meistern. Was sagst du, ist es dein Verderben? Muah. Wer frisst mit Vorliebe Eisen? Heizel, das ist alles. Antworte. Wer frisst mit Vorliebe Eisen? Was? Verdammt! Ich habe jetzt mit B über dieses. Ich lasse mir nochmal anzeigen. Wer frisst mit Vorliebe Eisen? Der Eisenfresser. Der war schlecht. Der war ganz schlecht. Passt auch nicht rein, oder? Eisenfresser wird reinpassen, ja. Schmied? Der Ofen? Nee, passt nicht rein. Schmied vielleicht? Das ist wahrscheinlich falsch, ne? Natürlich ist es falsch! Ist ja auch von dir! Falsch! Allkurz zu lieb! Allkurz zu lieb!